Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, ich habe schon mal ein bisschen offline weitergespielt, Leute, und habe hier schon mal das Dorf ein bisschen ausgebaut und habe auch Valka ein Haus gebaut. Und da geht es jetzt weiter in die Hauptquest. Also es sind noch mehrere Quests hier. Aber wir machen jetzt mal bei Valka weiter. Wir sollen hier irgendwie Pflanzen sammeln am Ufer. Da gehen wir doch jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal. Jo. Was dann passiert in der Quest? Ich bin echt gespannt. Das war hier hinten, Schön, dich ist zu sehen. irgendwo. Da hinten. So, Bild macht Gerät an, Leute. Servus. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder, wenn ihr wollt, auch über ein Abo freuen. Wie ihr lustig seid. Alles gern gesehen. So, sammle Pflanzen für Valkas Trank. Valka ist ja die Seherin gewesen. Disteln gefunden. Ah, okay, hier sind überall. Distel aufsammeln. Mal hier rein. Hey, hier ist eine Höhle drin. Okay. Da scheint ein Schatz drin zu sein. Dann kommen wir da rein. Können wir vielleicht von da oben irgendwie reinhüppeln? Schauen wir, da gibt es irgendwo ein Loch oder so. Scheint nicht so. Kommen wir da rein, da müssen wir vielleicht irgendwie nur so eine Bombe hinlegen. Wir schauen mal, was irgendwo was rumsteht. Vielleicht sogar schon hier bei ihr. Na, schon so mal im Dorf, vielleicht steht hier noch irgendwas rum. Ah, da ist was. Ich kann mir wahrscheinlich vorstellen, dass die ausgeht, wenn wir da reinspringen. Geht nicht mehr aus. Okay, dann werfen wir sie. Ah, der hat noch mal eine. Da ist auf jeden Fall irgendein Schatz drin. Das hat so nicht hin. Wie kommen wir da rein? Rabe nicht verfügbar. Warum ist der Rabe nicht verfügbar?
Sühnen, leite mich. Oder krieg irgendwie so Explosionspfeile oder so mal, damit wir das so aufsprengen können. Hier sieht es nicht gerade so aus, als wenn hier irgendwo... ein Loch wäre. Auch kein Brunnen oder sowas. Und ich muss näher ran mit der Urne. Komm, wir probieren es nochmal. Das funktioniert so nicht. Ah, schade, okay. Müssen wir jetzt später mal schauen. Irgendwie werden wir das schon aufkriegen. Machen wir hier weiter. Sprechen. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink. Und okay, du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Okay. Oh. Der Trank ist bereit. Lass es schmecken. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Koste von dem Trank empfohlene Stärke 90. Das haben wir halt bei Walten noch nicht. Das sind 64, also lassen wir das noch. Nee, das lassen wir noch, Leute. Dann, okay, die Quest ist auf jeden Fall offen. Das können wir dann machen, wenn wir Level 90 sind. Ich würde sagen, dann machen wir einfach hier weiter. Und zwar könnten wir mal hier hochgehen und diese Punkte synchronisieren. Hier haben wir auch noch zwei Quests offen. Oder machen wir hier erst weiter? Ich weiß es nicht. Na komm, wir machen hier weiter. Jetzt sind wir eh schon gerade hier. Dann machen wir da weiter. Okay, wir sprechen einmal. Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Jo, das bin ich. Solange mein Bruder nicht da ist. 1000 Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der 1000 Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Und woher kennst du mich? Die 1000 Augen haben auch 1000 Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell.
Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Paar Palle haben wir ja schon. Okay, tägliche Auswahl. 50 Opale. Schild. Stevenkopf, was ist das? Was für Schiff oder sowas, hä? Plünderer, Rumpf vorn, Tattoo, okay. Ja, es ist nicht so okay, wenn man jetzt mit Schild spielt. Ich spiele aktuell nicht mit Schild. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch eine Freundin der tausend Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Ah, okay. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Okay. Ach so, okay. Da wird praktisch abgeschlossene Verträge bei Reda und den tausend Augen kannst du neue Verträge eingehen. Wir schauen noch mal. Immer schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Also, wenn du eins siehst, schick es zu mir. Ich will einen Vertrag. Hast du was Neues für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Jomsvikinger-Kodex. Ein ehemaliger Jomsviker hat seine Bruderschaft verraten und sich von den Göttern abgewandt. Der Kodex der Jomsvikinger ist sehr streng bezüglich der Bestrafung, die er dafür verdient hat. Wir machen das einfach mal. Vertrag als Vermisstgemeldet. Ein Spitzel aus dem Netzwerk der tausend Augen wurde gefangen genommen. Als er sich auf die Suche nach Informationen in der Nähe eines Militärlagers herumtrieb, Reda ist dieser Sache ein wenig peinlich. Und ihr braucht der Hilfe, bevor komprimierende Informationen enthüllt werden können. Machen wir einfach. Der Kurier ist verschwunden und ich brauche Antworten. Herzog von Burgund. Ein reicher fränkischer Markgraf hat Reda damit beauftragt, den Dieb zu finden, der das Schwert von Dion stellen wollte. Dieser Gegenstand gilt als wichtigste Relikt des Herzogtums Burgund und muss um jeden Preis geschützt werden. Der Dieb wurde von einem Spitzel in der Region gesehen, wo er sich auf den nächsten Diebstahl vorbereitet. Vergiss nicht, dieser Mensch, machen Sie einfach mal auf deinen Erfolg gesetzt. Wenn du scheiterst, bin ich pleite, aber kein Druck. Wir müssen halt schauen. Laden, das haben wir schon gesehen. Okay. Wir sehen uns bald wieder. Geh ruhig, ich werde hier sein. Wir müssen halt schauen, was das für ein Levelbereich ist. Aha. Ja, da ist das Fragezeichen. Da oben ist es eigentlich alles. Okay, Stärke 55, das könnten wir auch schon machen. Das könnten, jetzt könnten wir mal eigentlich mal am Anfang. Dann können wir nämlich gleich hier hochgehen und können dann die Sachen hier abarbeiten. Gehen einmal bitte hier hin. Den markieren wir uns bitte. Und dann bitte mal eine Schnellreise.
Okidoki. Aber hier ist auch irgendwo so ein... so eine Rüstung. Das war hier oben drin, da sind wir nicht reingekommen. Ich habe keinen Plan, wie wir dort reinkommen. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, ja, ich weiß schon. Tür verriegelt. Sie wurde wohl verriegelt. Von der anderen Seite. Ja, da haben wir, glaube ich, schon mal probiert. Hier sind wir, glaube ich, gar nicht reingekommen. Ich habe ja auch keinen Eingang gefunden. Kann gerne nochmal hochgucken. Aber ich glaube, da war kein Eingang. Ne, stimmt, das war nur so ein komisches Dach hier. Wir hätten da hinten, waren wir schon mal drin. Da gab es aber keinen Weg hier rein. Ja, ich glaube, ja, wir müssen schauen. Das können wir immer noch alles machen. Okay. Hier kommen wir eben nicht rein. Okay, machen wir hier weiter. Halten wir uns gar nicht zu lange auf, Leute. Davon ist schon das nächste Rätsel. Töte das Ziel, Herzog von Burgund. Sächsische Frau. Ein Herausforderer naht. Genug. Ich gebe auf. Such dir einen anderen Beschützer. Seltsam. Es ist vorbei. Du kannst nun rauskommen. Tarkin? Mein Tarn? Was ist passiert? Dein Entführer ist geflohen. Er war etwas weichlich für meinen Geschmack. Was willst du wirklich hier? Oh Gott, nein! Es war nur ein Spiel! Eine Tollerei! Mein lieber Tarkin, wie konntest du nur? Ich sah einen Mann, der dich gefangen hielt. Alles Teil der Verführung. Oh Gott, du dachtest wirklich, mein Leben wäre in Gefahr? Und du setztest dein eigenes. Oh, du bist so tapfer. Welch Beschützerin. Das ist ein Witz, oder? Bitte! Du musst für mich kämpfen. Wer weiß, was dort unten lauert. Welch bösartiges Volk mir schaden will. Ich brauche Schutz. Stark und standhaft. Bitte, halte unten Wache. Wenn ich das tue, kommst du heraus? Oh, aber sicher doch. Seltsam. Stell dich einfach vor die Tür dort unten. Damit bist du gleich zwischen mir und all den bösen, bösen Männern. Da kommt Ärger. Oh, gut. Echter Ärger. Verhalte dich still. Oh, wie schrecklich. Ich, eine Königstochter, die mit allen seltenen Steinen ihres hohen Hauses rumfliegt. Was war das?
Kann ja nicht schaden, mal nachzusehen. Ah. Deine Zeit ist um. Ja, du hast es wieder geschafft. Es scheint unser Schicksal auf ewig sofort zu fahren. Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Bist du noch da? Meine Retterin! Oh je. Okay. Ja. Ja, schön. Dann kommt ihr nochmal raus, oder? Kann man hier irgendwie rein? Da kann man bestimmt irgendwie rein, oder? Gucken mal hoch. Okay, geht's aber nicht runter. Okay. Keine Ahnung. Wir gehen weiter. Schauen wir, dass wir die Missionsziele abschließen. Hier ist dann auch gleich ein Schatz. Sehr schön. Oh, ein Riesenwildschwein. Riesensau. Töte das Ziel. Zieh lieber die Kapuze auf. Misstrauensgebiet. Okay, haben wir den schon. Deine Zeit in Midgard ist beendet. Okay, jetzt will ich aber gerne noch den... den Schlüssel mitnehmen. Da war hier oben noch was, habe ich gesehen. Hier gab es wohl irgendwie einen Schlüssel. Genau daneben der Schüssel. Das ist ja alles, oder wie? Schauen wir mal, hier unten ist wieder so einer, der uns Sachen verrät. Guten Tag. Informationen. Ich habe sie. Willst du sie? Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Ja, alles klar. Boah. Mal Ausrüstung. Genau. Ich zeige dir mal etwas.
auf deiner Karte. Okay, hier oben. Also drei Stück. Ja, dann gehen wir hier hoch und dann hier hin. Okay, los, mein Hüttehü. Das ist ein Berg, den ich hochrennen kann. Das nervt mich. Das scheint auch wieder so eine Art Burg zu sein hier. Sollte ich vorsichtig sein. Einfach mal One-Shot. Wir werden bestimmt auch wieder irgendwelche Schlüssel brauchen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ist sie verriegelt? Okay. Plünderung. Auf jeden Fall wieder ein paar Pfeile. Was kriegst du nur noch? Okay, einen Schlüssel haben wir schon mal. Unter uns. Käfig öffnen. Okay, 53 Meter. Könnte hier sein. Ich muss mich in Acht nehmen. Oh, wir waren noch gar nicht genug, oder?
Okay. Hier kann man schön looten. Jägerhelm. Oh, da ist ein Buch. Rabenablenkung. Okay, das schaut doch gar nicht schlecht aus. So ist hier nichts mehr, oder? Nö, schaut nicht so aus. Aufmerksamkeit erregen. 600 Meter, 248 Meter. Wehgetan. Was ist denn jetzt los? Was? Hier treiben sich böse Geister herum. Ach du Scheiße. Gehen aber trotzdem mal runter. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Cooles zu looten. Okay, ein Brief. Eine Muschel. Okay. Da ist ein Schatz, gehen wir mal hier hoch. Die Gegend ein bisschen erkunden. Ah, schaut schon cool aus mit dem Himmel. Die Brett hier werden wahrscheinlich auch nicht schneller sein. Okay, ein bisschen vielleicht. Oh, was ist hier? Schneebedeckte Landschaft. Bad und Ausblick.
Waffenrune. Synchronisieren. Ah, da hinten ist schon wieder eher mein Gebiet. Okay, was haben wir hier denn Schönes? Oh, 250er Stärke. Alter Schwede, was ist das hier? Raubzug 130. Ach so, das ist schon wieder ein neues Gebiet. Aber warum? Ah, das ist auch ein neues Gebiet. Aber ich muss den fast machen, weil der da hinten drin ist. Okay, würde ich sagen, wir gehen einmal hier hoch, hier rum und dann schauen wir, dass wir den ausschalten. Ich würde schon gerne die Quest machen. Hier sind auch noch Dinge. Hier noch, hier noch, hier noch. Okay, wir können bloß... Markieren wir uns mal die drei Sachen. 620 Meter. Kommst du her? Alter Schlingel, du. Gas hier. Oh, ich will so ein Fliegenpilz-Ding hier. Und hier wieder machen. Okay, achte auf das Zeichen. Durchquere die Tür in die richtige Reihenfolge. Mal schauen, was wird. Okay, warte mal. Oh, mein Gott. Irgendwas mit den Robben zu tun. Jetzt zeigt er die Richtung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das Einzige, was hier ist, ist, dass hier noch eine Kerze brennt. Ich gehe mal hier rein. Okay, ist er falsch. Boah, keine Ahnung. Kein Plan, Leute.
Okay, eins. Müssen wir das halt so merken. Okay, ist falsch. Also wieder da rein. Eins. Ach so, er sagt mir das. Okay, zwei. Okay. Oben willst du hin? Okay, muss die Robben gucken. Wenn du die Schwelle übertrittst, versichere dich. Denn ungewiss ist, wo Widersacher dich erwarten. Okay, Rätsel abgeschlossen, Fliegenpilz. Kommt gleich das nächste. Schauen wir, was hier für ein Rätsel gibt. Hier muss ich wahrscheinlich wieder so ein Bild zusammensetzen. Cosinton. Alter. Okay. Kann man ein bisschen was mitnehmen? War das zum Lesen? Weitere Relikte der Nephilim verblieben hier. Ich versah diese Steine mit einem Zeichen, damit die Menschen immerfort ihren Geist an der ihnen innewohnenden Kraft laben können. Ihr, die ihr hier die Stimme des Herrn vernehmen wollt, sehet euch vor, denn er spricht verschlüsselt in Worten, die aus uralten Fäden gewoben sind. Hier offenbart er sich. Diesen Pfeilern, von den Riesen der Urzeiten gebracht, um uns zu beschützen, gab er Bedeutung, die nur er selbst kennt. Amen. Okay. Das sind drei so Ringe. Ich spüre eine Macht. Unsichtbar. Sehr schön. Was ist jetzt los? Hallo? Ich werde irgendwie wieder hochgeheilt. Okay.
Okay. Das ist halt schon was Neues hier. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier rüber und dann probieren wir den zu legen. Das ist schon Stärke 250, gell? Das ist schon... Da müssen wir uns eventuell reinschleichen. Oh, wow, 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 wow. Alter. Hab nicht gedacht, dass es so weit runter geht. Einfach ein bisschen zu krass jetzt. Huiuiui. Wenn wir jetzt mal schauen, ob wir das Rätsel überhaupt lösen können hier, wenn das jetzt so ein hohes Gebiet ist. Das dauert. Bitte, meine Familie. Sie sind... Ja, gleich. Öl für das Feuer. Das dürfte reichen. Schauen, was hier draußen ist. Da habe ich zugehört, was er will. Scheiße, da habe ich zugehört, was er will. Das ist schon wieder nervig jetzt. Hier noch? Ah, das ist bloß das Ding gewesen. Oh, kein Plan, was ich jetzt hier machen muss. Dinge anstecken hier. Ja, okay, hilft nicht. Ich habe jetzt nicht zugehört, was ich da machen muss. Ach Gott, hier ist auch so ein komischer. Hier ist ein Raubzug, der ist zu stark. Okay, gehen wir mal dahin. Die Schuld, die lastet zu schwer auf mir. Okay, abgeschlossen. Geh weiter. Mist! Du gehörst mir! Ah.
Thor dich segnen. Töte das Ziel. Zeig es mir. Okay, wir müssen aber mal schauen, dass wir da vielleicht ganz, ganz leise vorgehen. Okay, bewegt sich auf jeden Fall nicht. Da ist er. Er ist immer noch nicht down. Was soll das? Oh, jetzt ist er down. Der Schlingel, der. Sehr schön. Gut, dann lassen wir das erstmal hier. Gehen einmal hier rüber. Genau. Hier müssen wir auch noch, aber wir haben noch so viel zu tun, Leute. Gehen da einmal rüber, dann machen wir hier das. Gehen wir hier entlang. Genau, kriegen wir schon. Den tun wir auch gleich nochmal markieren. 815 Meter. Wenn wir solche ewig hinterherren wieder. Okay, jetzt haben wir losgelassen. Okay, scheint so eine Art Kirche zu sein oder so. Haben wir nicht richtig viel offen hier in dem Gebiet. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Bis wir das haben. Scheint irgend so eine Stadt zu sein oder so. Vielleicht müssen wir die wieder befreien oder so. Keine Ahnung. Okay, da ganz hoch müssen wir...
Was macht denn die? Die soll doch hochspringen und nicht darüber. Oder... Okay, Leute, haben wir schon ein bisschen was aufgedeckt. Hier ist wieder... Ah, sind irgendwelche Händler. Aber das ist das andere Gebiet. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er dran bleibt und wenn er wieder einschaltet. Genau. Dann machen wir in der nächsten Folge hier mit den Rätseln weiter, gehen hier runter langsam, Fragezeichen und klappern hier die Gegend ein bisschen ab. Da können wir auch dann einen Raubzug machen. Damit wir unser Dorf weiter ausbauen können. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wie weit wir kommen, schauen wir einfach. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.